Es gibt einen unfassbar gruseligen und mysteriösen Vorfall, über den wir unbedingt heute einmal sprechen müssen. Und zwar, weil jetzt gerade immer und immer mehr neue krasse Details dazu ans Licht kommen. Und zwar möchte ich heute mit euch einmal über den wohl glaubhaftesten Alien-Vorfall sprechen, den es jemals gegeben hat. Und das Ganze klingt jetzt etwas übertrieben, aber das meine nicht nur ich, sondern unterschiedlichste Nachrichtenmagazine weltweit titeln exakt so über diesen aktuellen Vorfall. Denn hierbei geht es nicht darum, dass jemand mit seinem Handy etwas Seltsames in der Entfernung gefilmt hat und man dann auf einem schlecht erkennbaren Video etwas sah und behaupten konnte, es wäre ein Außerirdischer, sondern es geht wirklich darum, dass Polizisten einen Außerirdischen 2023 gesehen haben und diesen mit ihren Bodycams, mit ihren Körperkameras filmten. Und die ganzen Videodetails, die ganzen Videoaufnahmen plus eben Expertenmeinung dazu kommen jetzt gerade erst ans Licht. Was genau hier also passiert ist und warum es der Beweis für Außerirdische oder Dämonen sein könnte, möchte ich euch in diesem Video einmal genauer erklären. Damit wir aber verstehen können, was hier vorgefallen ist, müssen wir einmal in den Mai 2023 zurückreisen, also ungefähr vor einem Jahr. Denn dort passierte es in Las Vegas, dass die Polizei ganz normal zu einem Haus gerufen wurde. Dort gab es eben eine Lärmbelästigung und ein Polizist ging dorthin und wollte einfach nur erfragen, was da los war. Diese Lärmbelästigung, dieser Vorfall ist auch noch gar nicht das Interessante. Interessant ist aber hier schon, was der Polizist aus Versehen mit seiner Bodycamera gefilmt hat. Denn während er gerade die Leute interviewte, die ihn angerufen haben, sieht man auf einmal in der Entfernung ein seltsames blaues Licht. Irgendein grell leuchtender blauer Orb, eine riesige blaue Kugel, scheint auf einmal aus dem Himmel runterzugehen, blitzt kurz auf und verschwindet dann augenblicklich. Man kann in dieser ersten Aufnahme von dem Polizisten schon direkt hören, wie verwundert er, aber auch die anderen Passanten sind, die dort stehen. Sie alle haben dieses grelle blaue Licht in der Nacht natürlich wahrgenommen und waren verwundert, was es gewesen ist. Doch konnten erstmal nichts Besonderes herausfinden. Interessanter wurde es dann aber, als nur wenige Minuten nachdem dieses Objekt abgestürzt ist, auf einmal ein wirklich verstörender Anruf bei der Polizei einging. Von einer Familie, die zuvor noch nie irgendwie auffällig gewesen ist, kam auf einmal ein Anruf bei der Polizei von Las Vegas, wo gesagt wurde, bei uns ist etwas im Garten abgestürzt und dort stehen jetzt riesige Wesen. Wesen, die an die 3 Meter groß waren, sollen auf einmal, nachdem ein Objekt bei ihnen niedergegangen ist, im Garten gestanden haben. Die Person, die eben ängstlich bei der Polizei anrief, sagte, dass er ein Wesen sieht, was zum Beispiel 8 Fuß groß ist und ein anderes, welches 10 oder 11 Fuß groß ist. Gleichermaßen beschrieb er auch noch, dass diese Wesen irgendwie merkwürdig sind. Sie haben riesige Augen und scheinen in einen seltsamen Nebel oder Rauch gehüllt sein. Kein Rauch, der durch den Absturz passiert ist, sondern scheinbar ein Rauch oder Schatten, der direkt von ihrem Körper ausgeht. Der ängstliche Mann, der bei der Polizei anruft, während seine Familie im Hintergrund ist, sagt nur, dass diese Gestalten in seinem Garten stehen und ihn jetzt gerade anstarren. Die Polizisten waren natürlich verwundert und fuhren daraufhin sofort zu diesem Ort. Nachdem sie ja vorher diesen seltsamen Lichtblitz gesehen hatten, nahmen sie diesen Vorfall auch extrem ernst. Sie führten als erstes Interviews mit der Familie, weil die sagten mittlerweile, dass sie die Gestalt zumindest eben im Garten nicht mehr erkennen konnten, aber es hieß angeblich auch, dass sie sagten, dass diese Gestalten sich tarnen konnten. So hätten sie mit angesehen, dass diese Gestalten auf einmal verschwanden und wieder auftauchten, fast so, als wären sie in der Dunkelheit in den Schatten des Gartens auf einmal weg gewesen. Sie erklärten also nochmal der Polizei ganz genau, was sie gesehen haben. Diese gigantischen, unerklärlichen Gestalten. Da die Polizisten natürlich neugierig waren und wissen wollten, was dort im Garten abgestürzt ist und was dort vor sich geht, gingen sie zusammen mit der Familie in den Garten des Hauses. In dem Moment, wo die Polizisten allerdings den Garten betreten haben, geht die Aufnahme der Bodycamera aus. Die Kamera lief weiter, doch die Aufnahmen wurden in der Öffentlichkeit geschwärzt, weil, so die Mitteilung der Polizei, hier ein privates Grundstück betreten wurde und man deswegen dort eben diese Aufnahmen nicht öffentlich teilen wollte.
Im Internet gibt es ab diesem Punkt natürlich schon Leute, die hier von einer Verschwörung ausgehen und der Meinung sind, dass eben diese Körperkameraaufnahmen nicht geschwärzt wurden aus Privatsphäregründen, sondern dass sie geschwärzt wurden, weil man dort etwas gefilmt hat, was nicht an die Öffentlichkeit gelangen durfte. Doch das war ungefähr die Meldung, die wir letztes Jahr gehabt hatten. Letztes Jahr im Mai, als das Ganze passierte, ging bis zu dieser Information alles um die Welt. Wir hatten aber keine genaueren Infos, was dort im Garten gewesen ist. Wir wussten nur, dass die Polizisten später wieder weggefahren sind und nicht irgendetwas Gruseliges bemerkten. Doch nun kam es dazu, dass erst vor wenigen Monaten die Aufnahmen freigegeben wurden, zumindest einige der Aufnahmen freigegeben wurden. Und so ist eine besondere Aufnahme dann ans Licht gekommen, wo man eben sehen kann, wie die Polizisten den Garten betreten und auf einmal an der Seite des Bildschirmes, aufgenommen von den Polizisten selbst, taucht eine große Gestalt am Zaun auf. Eine Gestalt, die weder die Polizisten noch die Anwohner dieses Grundstücks zu sehen scheinen. Denn sie gehen ganz normal weiter in den Garten, während man sehen kann, wie ein über 3 Meter großes Wesen auf einmal neben ihnen ins Bild kommt und scheinbar über den Zaun hinweg guckt. Im Normalfall bei dieser Aufnahme, wo man diese riesige Schattengestalt sieht, wäre ich von einem absoluten Fake ausgegangen, dass man das Ganze nachträglich bearbeitet hatte, um irgendwie im Internet damit Erfolg zu haben. Aber nochmal, um das Ganze klarzustellen, dies ist eine völlig unbearbeitete Aufnahme einer Bodycam von einem Polizisten. Das ist nicht irgendeine Privataufnahme, die jemand gemacht hat, sie stammt wirklich von einem Polizisten. Aber weil eben trotzdem so eine große Vermutung dort gewesen ist, dass wir es hierbei mit einem Fake zu tun haben, wurde ein Experte eben dazugeholt. Ein Experte, der sich mit Kriminalfällen auskennt und eben auch zum Beispiel unterschiedlichste Simulationen laufen lässt, um zu gucken, ob Videos, so wie wir sie sehen, wirklich passiert sein können oder ob nachträglich etwas hinzugefügt wurde. Und dieser Kriminalexperte hatte sich das Video genauer angeguckt und genauer analysiert und konnte danach, wie er selber sagte in unterschiedlichsten Interviews, mit einer wissenschaftlichen Genauheit sagen, dass in dem Video nichts verändert wurde und dass wir es hierbei mit einer Gestalt zu tun haben, die er sich nicht erklären kann. Er sagte ganz eindeutig, dass wir es hierbei nicht mit einem Schatten zu tun haben oder mit Rauch, der komisch aussieht, sondern dass wir es wirklich mit einer Gestalt zu tun haben müssen, so wie er es analysieren konnte, die über 3 Meter groß ist und sich scheinbar dort im Garten versteckt hielt. Ein Wesen, das exakt so ausgesehen hat, wie die Leute eben beschrieben hatten, als sie bei der Polizei anriefen. Das heißt also, diese Familie, die danach auch nicht mehr ins Rampenlicht oder so damit getreten ist, hat anscheinend der Polizei die Wahrheit gesagt, dass nach einem Absturz seltsame Gestalten im Garten waren. Man muss leider dazu sagen, dass nach diesem Zeitpunkt natürlich keine weiteren Untersuchungen mehr gemacht wurden. Das heißt, was dort gewesen ist, ist auch an diesem Abend dann dort verschwunden. Man konnte kein abgestürztes Raumschiff finden und man konnte auch diese Schatten Außerirdischen nicht mehr auffindig machen. Aber wir haben eben Bildbeweis und Zeugenaussagen, die bestätigen, dass dort etwas im Garten gewesen ist. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie sehr können wir dieser ganzen Sache glauben und womit haben wir es denn hier genau zu tun? Eine Sache, die ich ganz klar sagen will, ist folgende. Es wird im Internet immer davon gesprochen, dass sie eben mit angesehen haben, wie dieses Objekt in ihrem Garten gelandet ist. Laut meiner Recherche haben sie nicht mit angesehen, dass wirklich etwas in ihrem Garten abgestürzt ist. Ich habe es so verstanden, dass die Familie etwas gehört hat, was abgestürzt ist, nicht unbedingt in ihrem Garten. Und als sie dann rausguckten in den Garten, sahen sie dort die großen Gestalten. Das würde erklären, warum sie eben zum Beispiel nichts gefunden haben im Garten, so ein abgestürztes UFO oder ähnliches. Es könnte also sein, dass das zum Beispiel etwas Unzusammenhängendes war. Am Himmel war vielleicht ein Meteorit gewesen oder ähnliches, der verglühte und abstürzte. Und als sie dann rausguckten, weil sie eben diesen Knall vom Meteoriten gehört haben, sahen sie auf einmal im Garten diese gigantischen Gestalten, die eventuell etwas mit dem Absturz zu tun haben könnten. Bis zu diesem Zeitpunkt muss ich auch sagen, dass ich nicht weiß, wie ich das Ganze einschätzen soll.
Ihr wisst von mir ja, dass ich ein wirklich großer Skeptiker bin. Aber nichts an diesem Vorfall scheint irgendwie gefaked worden zu sein. Alle Informationen scheinen darauf hinzudeuten, dass wirklich dort etwas im Garten gewesen ist, das wir uns nicht erklären können. Die Familie wirkt absolut glaubhaft und hat auch nie versucht, daraus Profit zu schlagen. Die Polizisten wirken auch glaubhaft und haben auch nicht irgendwie falsch gehandelt. Man hat auch die ganze Zeit gemerkt, dass sie diesen Vorfall extrem ernst genommen haben. Und auch eben der Experte, der das Video analysiert hat, ist nicht irgendein dahergelaufener Experte von Reddit oder so, sondern wirklich ein echter Forscher, der das Ganze richtig analysiert hat. Alle Beweise deuten darauf hin, dass wir es in diesem Vorfall mit etwas Übernatürlichem zu tun haben. Die Familie, die das Ganze mit angesehen hatte, sagte selbst, dass sie nicht glauben, dass es ein Außerirdischer ist, weil sie viel eher vermuten, dass es ein Dämon sein könnte. Einfach aus dem Grund, weil diese Gestalten hier so in Schatten und Rauch gehüllt war. Das würde man wahrscheinlich eher mit einem Dämon verbinden, als mit einem klassischen Außerirdischen. Was es aber wirklich gewesen ist, womit wir es hier wirklich zu tun haben, kann ich euch leider nicht sagen. Wie gesagt, das Ganze ist vor über einem Jahr passiert, bis heute gibt es keine logische Erklärung dafür. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Glaubt ihr, wir haben es mit einem Alien zu tun oder glaubt ihr, wir haben es hier vielmehr mit etwas Natürlichem zu tun, was aber irgendwie niemand erklären kann? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.